Lieber Jörg, es geht Schlag auf Schlag weiter. Liebe Zuschauer, wir immer durch die ITB, wie all die Jahre, senden wir komplett hintereinander. Also bei uns gibt es keine Mittagspause, sondern es geht immer nur, weil wir so interessante Gäste haben. Und ich habe gestern einen Herrn kennengelernt, und zwar heißt er Walter Neumann, C. Neumann. Und ich habe mir das angehört, Azimut, habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn Schönes? Aber es sind Hotels. Und Hotels, viele sind ja auf der Westseite, aber wir gehen jetzt mal in den Osten, Moskau und St. Petersburg, in einer der schönsten Städte. Und ich sehe es schon an seinem Lächeln, seinem Schmunzeln. Ich glaube, er ist gerne dort. Herr Neumann, erzählen Sie uns ein bisschen mehr für unsere Zuschauer, Azimut Hotels. Wo finden wir die? Sie finden Azimut Hotels eigentlich in ganz Russland, also nicht nur Moskau, St. Petersburg, die schönen historischen Städte, aber bei uns geht es auch raus bis nach Vladivostok. Da fliegen Sie alleine, wenn Sie von Moskau aus nach Vladivostok fliegen, 10 Stunden nochmal im Inlandsflug. Auch eine wunderschöne Gegend, direkt an der chinesisch, auch nordkoreanischen Grenze, fantastisch. Aber wir haben auch Hotels zum Beispiel in Sibirien, Novosibirsk, Ufa, also die großen Städte, die dort sind, bis runter ins Kaspische Meer. Astrakhan zum Beispiel, wunderschön gelegen im Wolga-Delta, wo man toll fischen kann, wo die Natur wirklich super ist. Oder auch hoch im Norden, bis nach Murmansk, also die nördlichste Stadt der Welt. Also auch da. Und natürlich die großen Städte St. Petersburg, Moskau und nicht zu vergessen Sochi. Wir haben dort in Sochi das größte Hotel Europas mit 2800 Zimmern. Unten am Meer und haben nochmal weitere 600 Zimmer oben in den Bergen in Rosahuta, wo man wirklich, und ich habe selber vor 2 Wochen noch gemacht, an einem Tag bin ich oben auf 2500 Meter Skifahren gewesen. Am nächsten Tag gehe ich runter mit meinen Kindern in den großen Sochi Park, so ein kleines russisches Disneyland, und war mit den Kindern bei 18 Grad plus unten im Park. Genau, wir haben gestern drüber gesprochen, und zwar ist ja 2018, brennt ja die Luft in Russland, die Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich habe ja gehört, die deutsche Nationalmannschaft spielt auch in Sochi, und wenn sie es dann schafft, spielt in das Endspiel in St. Petersburg. Aber das ist zum Confederation Cup in 2017, also schon jetzt dieses Jahr im Juni. Also die deutsche Mannschaft fängt an, zuerst zweimal in Sochi zu spielen, ein Spiel in Moskau und dann am 2. Juli, hoffentlich im Finale, also wir hoffen uns ein schönes Finale, vielleicht gegen Portugal oder vielleicht gegen Mexiko oder natürlich, was der Höhepunkt wäre, wenn Deutschland gegen Russland am 2. Juli spielen würde. Dann hätte ich natürlich ein geteiltes Herz. Das kann ich mir gut vorstellen. Also für alle Fußballfans, wenn Sie sagen, ich weiß noch nicht und ich habe noch kein Hotel, gehen Sie dann einfach mal auf die Webseite, die nennen wir Ihnen gleich, dann können Sie sich mal informieren. Sie können dann mal anfragen, reservieren, und dann wissen Sie, dass Sie ganz sicher runterkommen, dass Sie nicht auf der Straße stehen, kein Zelt mitbringen müssen und nicht frieren müssen. Das geht alles. Aber wenn Sie sagen, ich komme jetzt erstmal nach Berlin, von Berlin aus frei, gibt es in Berlin auch Hotels, die da zu dieser Gruppe gehören, ne? Aber ja, nicht nur, aber ich möchte noch eine Sache sagen. Wenn Sie nach Russland kommen zu Azimut, dadurch der Vorteil ist, dass Azimut einen deutschen Chef hat, deutsche Qualitätsstandards. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Es läuft alles wunderbar, es ist alles sauber, es ist alles perfekt. Unsere Hotels sind in 3- und 4-Sterne-Segment, die wirklich die absolut top europäischen Standards haben. In Deutschland haben wir 7 Hotels, in Berlin zum Beispiel 2 sehr schöne, eins direkt am Kurfürstendamm, wir haben Köln, wir haben München, wir haben Nürnberg, Erding, also wir sind in Deutschland auch recht stark, obwohl ich würde mir noch wünschen, noch stärker, denn in Russland sind wir die größte Hotelmarke insgesamt. Wir haben in Russland über 6.500 Zimmer. In Deutschland nur 1.200, aber wir wachsen noch weiter, wir wünschen uns das, sind auch gerade dabei, unsere deutschen und unsere österreichischen Häuser, denn wir haben auch ein Haus in Wien, weiter auszubauen, machen gerade eine große Renovierung in Wien mit unserem fast 200-Zimmer-Hotel am Wiener Hauptbahnhof, um einfach unser Produkt noch weiter vorne zu bringen. Da auch nochmal, um nach Russland zurückzukommen, wir haben auch rechtzeitig dann zum Confederations Cup eröffnen ein neues 500-Zimmer-Hotel, 4 Sterne plus, in Moskau direkt in der Innenstadt. Also, lieber Heiko, mein Kollege grinst schon so, ja, er spricht nämlich perfekt Russisch. Heiko, du darfst mich jetzt nach Moskau einladen, ja, und dann werden wir das jetzt testen, wenn wir da drüben sind. Nee, hat immer gesagt, ich lade Sie beide ein nach Moskau, das übernehme ich, und der Heiko macht dann halt den Dolmetscher in Moskau. Genau, dann bringen wir auch die Kamera mit und dann machen wir das gleich alles perfekt, und er kommt nämlich aus Sachsen, gucken Sie mal, so ein Sachse wieder, jetzt kriegen Sie hinter der Kamera. Nein, aber, liebe Zuschauer, das war viel Information, und so soll es auch sein, und wo finde ich alles, auf welcher Website? www.azimuthotels.com. Da finden Sie alle unsere, und eine ganz tolle Website. Wir haben die Website in Deutsch, wir haben sie in Russisch, Englisch und sogar Chinesisch.
Ja, das ist doch fantastisch, ja, also herrlich. Dann würde ich sagen, was gibt's Besseres? Es kann nichts mehr schiefgehen. Wenn Sie dahin fahren, Federations Cup, Fußball-Weltmeisterschaft, Sie haben Ihr Zimmer, jetzt brauchen Sie nur noch den Flug oder den Zug oder den Bus buchen, dann haben Sie einen tollen Urlaub und wenn wir genau. uns dann... Und wir brauchen auch die Deutschen zur Titelverteidigung, also bitte alle nach Russland kommen zur FIFA und auch zum Confederation Cup. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder und in Moskau und dann gucken wir. Bis bald. Tschüss. Alles klar, herzlichen Dank und viel Spaß. Danke.